Mit den Wiedergabetasten vorwärts und rückwärts können wir dieses Ereignis abspielen. Zum Ändern der Geschwindigkeit kann der Jog-Shuttle-Knopf benutzt werden. Bildweise vorwärts oder rückwärts kann mit diesen Tasten wiedergegeben werden. Möchten wir nun zu einem anderen Zeitpunkt springen, können wir den Knopf mit dem Kalenderblatt-Symbol benutzen. Bei Bewegung wird die dazugehörige Zeit eingeblendet. Lassen wir dann einfach los, sucht die Software nach dem Ereignis, was zeitlich am nächsten liegt. Wir können auch zu einem bestimmten Zeitpunkt springen, indem wir die gesuchte Zeit direkt in das Zeitfeld eingeben. Der Zeitbereich für das Kalenderblatt-Symbol kann angepasst werden, indem lange auf das Symbol geklickt wird. Der Slider deckt den gewählten Zeitbereich damit ab. Für die Wiedergabe stehen verschiedene Modi zur Verfügung. Wollen wir alle Aufzeichnungen nacheinander ablaufen lassen, müssen wir vollständige Wiedergabe auswählen. Nur das aktuelle Ereignis wird bei Ereignisaufzeichnung wiedergegeben. Für die bildweise Wiedergabe nur der Ereignisbilder oder der Voralarm oder der markierten Bilder sind auch entsprechende Optionen wählbar. Wiedergaben im Zeitraffer-Modus sind hier auch möglich. Für die Recherche kann es nützlich sein, bestimmte Ereignisse zu markieren, um sie leichter wiederzufinden. Dies kann einfach durch Anklicken des Fähnchensymbols geschehen. Die markierten Ereignisse können dann noch mit zusätzlichen Informationen versehen werden. Hier zum Beispiel der Autotyp. Später kann dann nach diesem Begriff gefiltert werden, sodass das Suchergebnis schnell und komfortabel vorliegt. Zum Beispiel wollen wir uns hier alle VW Golfs ansehen, die am Morgen die Straße passiert haben. Soll ein bestimmter Zeitbereich für die Wiedergabe exportiert werden, muss zunächst der Zeitbereich festgelegt werden. Dazu navigieren wir zum Anfang der Sequenz und tippen auf das linke Fähnchen, das den Anfang markiert. Dann navigieren wir zum Ende des gewünschten Zeitbereiches und tippen auf das rechte Fähnchen für das Ende. Sind diese Eingaben gemacht, färben sich beide Fähnchen grün und der Exportdialog kann geöffnet werden. Hier wird nochmal Exportbeginn und Ende dargestellt und bestimmte Exportoptionen können ausgewählt werden. Um ein mit MXPEG kodiertes MXG-File zu erhalten, müssen wir Mobotics auswählen. Dann brauchen wir im folgenden Dialog nur noch Dateinamen und Speicherort angeben und schon startet der Export. In diesem Dialog können wir die Option automatischer Import nach Export auswählen. Danach ist die Aufnahme wie eine Kamera als Videoquelle in der Kameraleiste vorhanden. Eine andere Möglichkeit ist, die so exportierte Datei einfach per Drag and Drop aus dem Datei-Explorer in die Live-Ansicht zu ziehen. Dann ist die Aufnahme ebenfalls in der Kameraleiste und wir können sie auswählen, um sie abzuspielen. Oft wird nur ein einziges Bild zu Beweiszwecken benötigt. Um dieses zu exportieren, muss nur die Snapshot-Taste kurz gedrückt werden. Das entsprechende Bild wird damit im Bildverzeichnis des Computers abgespeichert.